Digitalisierung ist definitiv sehr wichtig. Ich bin überzeugt, dass es immer noch wichtiger wird in den nächsten Monaten und Jahren, dass wir dort weiter sehr innovativ unterwegs sind. Fußballclub heutzutage ist eine Unternehmung, wo man natürlich sehr viele Schnittstellen hat mit allen anderen Bereichen. Und auch im Sport spezifisch, gerade in der Leistungsdiagnose, bei der Analyse der Matches, ist natürlich alles viel digitaler geworden, viel transparenter geworden. Man versucht auch mit den Daten eine gewisse Belastungssteuerung können zu machen. Das ist vor allem bei den Trainern ein grosses Thema und bei uns natürlich auch eben im Scouting und im Vertragswesen gibt es Sachen, Prozesse, die sich extrem haben verändert in den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Wahrheit für einen sportlichen Erfolg auf dem Rasen liegt, wo ich jetzt gerade stehe und natürlich einen sehr grossen Zusammenfluss mit den Spielern und mit dem Trainerstab hat, der einen tollen Job liefert. Aber es ist klar, dass man eben einfach im Umfeld von ihnen vieles kann erleichtern kann, dass man eben in unternehmerischer Hinsicht vielen Leuten das Arbeiten erleichtern kann und auch muss offen sein, für neue Wege zu gehen. Ich kann bei aller Traditionsliebe, die sehr gut ist, die Geschichte von IBE, das ist schon etwas, was schön ist. Das IBE-Museum ist fantastisch, das Fakt in den alten Erinnerungen zu schwelgen, aber auf der anderen Seite dreht das Rad von der Zeit weiter und es müssen neue Wege gegangen werden. Das Erfolgsrezept vor 50 Jahren ist nicht mehr das gleiche, was wir heute haben können. Heute sind ganz andere Ausgangslagen und dem müssen wir stellen. Und darum wollen wir dort offen sein für alles Neue, was kommt. Was für mich natürlich sehr wichtig ist, ist zum einen im Scouting, im Vertragswesen, dass es mir einfach das Arbeiten erleichtert. Scouting ist sicher auch, dass wir immer mehr mit Daten noch arbeiten. Das Bauchgefühl brauchen wir. Es geht auch um eine Person, die wir verpflichten. Wir haben immer einen Menschen, der kommt, nicht nur einen Spieler. Und von dem her ist das sehr wichtig, dass wir die richtigen Informationen haben, wie leistungsfähig ist ein Spieler. Und ich merke gerade auch, ich finde es faszinierend, wenn Trainer Trainingssteuerung machen, die Vorbereitung planen, wie immer sie analysieren, ja, wie hoch ist der Load, wie viele Sprints haben wir gemacht, was wollen wir für eine Trainingsbelastung, um was geht es, geht es um die Reaktivität, um die Schnellkraft, geht es um ein gewisses Volumen zu erreichen, dass man das so probiert abzubilden. Oder? Es gibt eine Sicherheit in der Belastungssteuerung. Oder? Es gibt auch Anfang der Saison einfach all die Leistungstests, die wir machen, die wir natürlich auch so probieren einzufließen und dementsprechend dort Spielerentwicklung können zu nutzen. Es ist so, dass wir eigentlich probieren, mit GPS-Daten natürlich zu arbeiten, wo wir eben sehen, wie gross ist die Distanz, was ist der Topspeed, wie viele Highspeed-Läufe sind gemacht worden, wie viele Meter zurückgelegt worden, wie sind die Beschleunigungen, die schnellen, die Meter, die kleinen Beschleunigungen, Abbremsbewegungen und so. Und das ist gerade für den Trainerstab, für die Athletiktrainer, sind das wichtige Indizien. Auch für eine Verletzungsvorbeugung können zu gewährleisten. Oder dass man irgendwie die subjektiven Trainings, wo man ja eigentlich ein gewisses Ziel erreichen will, dass man das kann überprüfen kann und dementsprechend auch weiss, wie viel Zeit brauchen die Spieler vielleicht bis zum nächsten Tag, dass sie im erholten Zustand sein. Können wir noch einmal so ein intensives Training machen oder müssen wir eher in ein regeneratives, in ein lockeres Training gehen, weil sonst auf den Tag X, wenn der Match abpfiffen wird, vielleicht in zwei Tagen, die Spieler noch eine gewisse Müdigkeit mitnehmen. Das haben wir nicht. Das ist sicher ein Projekt, das jetzt so am Anlaufen ist, was schon GPS-Westen gibt, die das anbieten, wo man live kann überprüfen kann. Das ist etwas, was wir Anfang der Saison diskutiert haben. Das ist sicher etwas, das wird kommen, wo man auch während dem Training eigentlich das kann, eins zu eins überprüfen kann. Stellt noch so eine Problematik halt in der Digitalisierung. Die Spieler haben die Sender nicht wahnsinnig gern. Die sind noch etwas grösser als die wir jetzt haben. Oder? Und dort haben wir jetzt gesagt, wir warten noch ein bisschen, bis die hoffentlich noch ein bisschen kleiner werden, dass sie natürlich auch nicht stören.
bei uns geht es eben mit den GPS-Daten schon zum Teil ein bisschen um eine Leistungseinschätzung, vor allem im physischen Bereich, oder? Wo man sieht, ja, haben wir physisch so performt im Training, im Spiel, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber es ist nicht die Wahrheit 1:1, oder? Weil ein Spieler kann natürlich sehr gute physische Daten haben, aber er kann immer falsch gelaufen sein. Oder kann immer das Timing nicht sagen, oder Sprint nicht im richtigen Moment. Oder? Und das ist natürlich etwas, was man zusammenführen muss mit dem Fußballsachverstand, mit der Videoanalyse, die dann halt einfach über das Auge läuft. Oder? Und mit dem subjektiven Gefühl, das natürlich ein Trainer oder ein Trainerstab hat für einen jeweiligen Spieler. Aber man merkt schon, dass die Spieler immer wie affiner werden auf die Daten, dass die auch selber ein Verlangen haben zu wissen, ja, wie habe ich performt, wie viele Sprints habe ich gemacht, was war mein Topspeed gewesen. Aber das darf man nicht 1:1 vergleichen, weil eben die Geschichte vom Spiel, wie verläuft das Spiel, wenn man zum Beispiel gegen einen Gegner spielt, der sehr tief spielt, wo man eigentlich immer dominant ist, kommt man gar nicht auf so ein Volumen, vielleicht auch nicht auf so eine grosse Anzahl lange Sprints oder auf einen absoluten Topspeed, wo einfach der Raum nicht vorhanden ist. Hingegen, wenn das Spiel hin und her geht, dann kann es sein, dass die physischen Daten extrem gut sind. Aber vielleicht hat man dann zu viel Ball verlöscht, wo halt technisch nicht genug super ausgespielt worden ist. Und das können wir noch nicht mit den Daten abbilden. Ich denke, man kann sich nicht verschließen am digitalen Wandel. Die Daten sind immer wichtiger geworden. Die werden ihre Wichtigkeit tendenziell wird die noch grösser sein. Auf der anderen Seite ist klar, so Empathie, eine gewisse Menschenkenntnis, ein gewisses Netzwerk unerlässlich ist für den Job. Es geht eben darum zu wissen, wenn Kevin Mbabu in so einer Situation ist, wie er das 2016 in Newcastle war. Warum ist er dort drin? Haben wir das Umfeld oder die Qualität im Trainerstab schlussendlich, um den Spieler zu entwickeln, um den zu pushen? Was ist sein familiäres Umfeld? Müssen wir dort irgendwie probieren, einen Einfluss zu nehmen? Wie können wir das Ganze so abrunden, dass schlussendlich eben der Weg der richtige ist? Oder? Und da können ganz viele verschiedene Puzzleteile zusammenkommen und es ist ja so, dass bei manchen Spielern vielleicht Daten wichtiger sind, bei manchen sind sie eher weniger wichtig. Bei manchen ist eben vielleicht die Empathie, der Wohlfühlfaktor, die menschliche Wärme, das familiäre Umfeld, die Wichtigkeit auf dem Platz irgendwie der entscheidende Faktor und so kann das immer bei jedem Spiel ein bisschen anders aussehen. Ich glaube, weil wir natürlich ein Fußballclub sind und das wollen wir unbedingt sein, wo wir wollen für unsere Werte einstehen, für Tradition, für Geschichte, die wir mitnehmen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch ein Unternehmen, wo viele Arbeitsplätze bietet und wo wir auch möglichst gut arbeiten wollen, dass die Arbeitsplätze gesichert sind und dass wir möglichst erfolgreich arbeiten können. Und darum brauchen wir natürlich einen Chief Digital Officer, der die Digitalisierung so ein bisschen vorantreibt, weil natürlich ich in diesem Thema überhaupt nicht ein Fachmann bin. Ich bin froh, wenn ich mit ihm zusammen, mit dem Reto Steffen, der da wirklich einen fantastischen Job macht bei uns, auch die Sachen kann diskutieren kann, wenn ich mir die erklären kann und wenn wir auch Prozesse können finden können, die die tägliche Arbeit einfach vereinfachen oder wenn wir eben auch gewisse Daten filtern, was brauchen wir, was können wir rausziehen und da ist er sehr eine grosse Hilfe und er hat halt einfach so ein bisschen im digitalen Wandel die Aufgabe und haben wir ihn explizit zu IB geholt mit dieser Aufgabe, dass er alle Bereiche Buchhaltung, wo die Finanzfragen geben, im Stadion, Organisationsbetrieb, im Marketing, im Sales und natürlich auch im Sport, dass wir dort irgendwie einen Weg finden wollen, dass wir auch mit der Zeit und eben mit der Digitalisierung gehen können. Also wir haben sicher viel probiert während der Corona-Pandemie, wo wir gar keine Zuschauer hatten, wirklich gleich auch mit Beiträgen von uns nach außen immer dafür zu sorgen, dass die Bindung zu den Fans da ist. Wir haben immer probiert, den Austausch zu haben mit ihnen selbstverständlich. Sie haben ja immer noch gekommen, wenn wir ins Spiel gegangen sind,
viel Glück wünschen, auch nicht, natürlich nicht in dieser Masse, weil wir das noch nicht dürfen, aber immer dran mit einem Transparent da und haben dort einfach probiert, so die Bindungen aufrechtzuerhalten. Oder? Und dann ist klar, gibt es noch ein Projekt gegeben, wo wir auch angestoßen haben. Das ist aber ein Projekt, das eine andere Community anspricht, nicht jetzt, in erster Linie unsere Fans. Das ist mit Socios, mit dem Fan-Token, wo man da natürlich auch probiert, mit ihnen so ein bisschen, zu kommunizieren. Oder sie dürfen über gewisse Sachen abstimmen. Mit den Chilis, mit der Währung, die sie haben, die man erwerben kann. Und da ist der Reto Steffen sehr innovativ, der das Projekt vorantrieben hat und der sehr gut angelaufen ist. So als Spieler wie auch jetzt als Funktionär sind für mich ist mit dem Fußpassion, glaube ich, Emotionen verbunden. Und die Emotionen mit so viele Leute in diesem Stadion dürfen zu teilen oder irgendwo in einem Stadion in der Schweiz oder in Europa. Das ist etwas, was unbezahlbar ist. Das ist etwas, was mir als Fußballer unglaublich viel gegeben hat, was ein riesen Antrieb war. Und das ist etwas, was wir gemerkt haben, wo uns am Anfang in den Spielen in den leeren Stadien, dass der Spieler etwas gefehlt hat. Oder der Antrieb, die Spannung, die sich aufbaut, da hat die Spieler viel mehr müssen mental sich auf das Level bringen, weil von außen weniger kommt. Und sobald das Zuschauer wieder haben dürfen kommen, ist das für die Spieler einer der schönsten Momente gewesen, wo sie wieder das Stadionerlebnis wieder können erleben können. Und das können wir virtuell nicht hinbringen. Da bin ich ein Romantiker und ein Traditionalist und bin überzeugt, dass das noch lang so wird sein. Und ich hoffe, dass wir mit unseren Fans zusammen noch ganz viele schöne Momente werden dürfen erleben.